Guten Morgen, heute ist der 18. September 2013. Ich bin Annette Diefaus und das sind die Vidya News. Heute Abend könnt ihr an der Homöopathie-Lerngruppe gratis teilnehmen. Alle Informationen findet ihr dazu in unserem Blog auf e-vidya.de. Es geht heute Abend um 21 Uhr um das Thema Magen-Darm-Erkrankung, akute Arzneimittel und wir machen in dem Zusammenhang ein kleines Materia-Medica-Spiel. Wir werden sehr viele Mittel besprechen, in so viel, wie wir dann eben in eine Stunde bekommen. Und um euch mal so zu verdeutlichen, wie wir das 5-Punkte-Schema benutzen können, um ganz schnell ein homöopathisches Mittel zu finden, werde ich euch gleich zum Thema Haut ein paar Mittel zeigen, die in bestimmten Hauterkrankungsfällen mit bestimmten Symptomen ganz schnell zu erkennen sind. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass am kommenden Wochenende unsere Serie der Kurzseminare zum Thema Heilpraktikerprüfungsvorbereitung beginnt. Am Samstag können also diejenigen, die kurz vor der Prüfung stehen, mitmachen bei unserer Prüfungssimulation. Da bekommt ihr 60 Fragen zugeschickt, welche ihr in 2 Stunden beantwortet. Dann werden im Nachhinein diese Fragen bearbeitet und besprochen. Eva schickt euch dann die Fragen um 14 Uhr zu. Bis 16 Uhr müsst ihr sie beantworten und dann werden diese Fragen besprochen. Alles zu buchen auch über unseren Blog. Dort findet ihr die Info oder auf der Seite www.heilpraktikerprüfung.com. Ja, und schauen wir uns hier diesen Hautausschlag an. Was wir hier sehen, ist Urtikaria, Nesselfieber. Und da könnte zum Beispiel das Mittel Arsenicum Album passen, wenn nämlich plötzlich das Ganze einsetzen würde, der Patient dabei sich auch noch sehr schwach fühlen würde, Angst und Ruhelosigkeit zeigt und das Ganze brennt wie Feuer und außerdem juckt und eventuell auch noch sogar Hitze und heiße Anwendungen bessern. Ihr bräuchtet tatsächlich das Symptom Nesselfieber, ihr bräuchtet das Brennen und am besten diese Modalität Verbesserung durch heiße Anwendung. Ja, und hier haben wir Verbrennung. Ihr seht also Verbrennung 1. bis 3. Grades. Und gerade für die Verbrennung 1. und 2. Grades, also wenn schon kleine Bläschen sich zeigen, und das Ganze ja ein heftiges Erscheinungsbild hat, wenn also wirklich der Patient große Schmerzen hat, dabei auch schreit, dann ist Antares das Mittel der Wahl. Und schauen wir uns den Fall der Verbrennung 3. Grades an, mit also wirklich auch Gewebszerstörung, wenn also das rohe Fleisch schon hervorschaut. Da denken wir an das Mittel Kausikum. Das hat auch die Empfindung rohen Fleisches und eine Besserung bei Kausikum wird durch regnerisches Wetter, durch Nebel und so weiter erzeugt. Ja, das war nur ein kleiner Einblick in das Thema Akutbehandlung, homöopathische Akutbehandlung und ich freue mich drauf, wenn heute Abend möglichst viel in der Homöopathiegruppe mit dabei sind.